man da reinschauen, oder? Da drin sind die Leute, ne? Also da musst du vorstellen, da sitzen... Hallo! YouTube sitzt da drinnen. Hallo, YouTube! Ganz YouTube sitzt da drinnen, ja genau. Das ist ein Arsch. Willkommen in Thailand. Guten Morgen. Gestern angekommen, den auch dann traditionellen... Zumindest auf einer traditionellen Matratze verbracht. Wir haben Rücken. Wir haben Rücken, was für Rücken. Also bitte, ihr wolltet original traditionell, ich habe euch original traditionell gegeben. Alles gut. Also Bredel mit Leintuch. Quasi. Das ist jetzt nicht so streng. Jo, wir haben gestern die Lise getroffen. Lebt seit 7 Jahren selber. Und wir uns heute so ein Namen zeigen. Ich meine, Reiseführerin. Urcool. Persönlicher Geist. Genau. Also ich sehe jetzt noch dann das, was wir angehen. Aber wenn ihr das in diesem Feuerkorb verbrennen, das sind Opfergaben. Genau, oder? Richtig, ja. Das ist verkehrt. Ich habe mich nämlich schon gefragt, warum hat ihr das? Ich glaube, es gibt hier eine. Ja, nein, nein, das ist ein spezielles Papier. Ah. Der Jade Kaiser, ja, ist die höchste taoistische Gottheit. Und das sind alles halt Opfergaben. Ja. Zum Beispiel bei den Haustempeln, ja, machen sie das auch. Weil sie wirklich gläubig sind, machen sie jeden Tag, geben sie einen Ahnen, ja, den sie Opfergaben, ja, das tust du so ein Pyramid und so Betten, mit Räucherstückchen und so. Mhm. Und dann, wenn die Ahnen halt sich gelabt haben, ja, dann nehmen sie das Zeug und ist es selber. Ich immer Gott, ja, oder eine heilige Figur du anbietest, ja, du kannst dir immer Fragen stellen, ne? Aber natürlich, der kann nicht direkt antworten, logisch, ne? Und deswegen stößt er mir auch ein Nein-Fragen. Dann nimmst du diese Rippen, ja, und schmeißt das am Boden, mhm, ja? Und je nachdem, wie es liegen, ja, sind immer zwei, ja, und die sind, haben einen Halbrund und einen Grad, ja. Und je nachdem, passt es dann ja oder nein. Um sicher zu gehen, machst du das normalerweise dreimal. Und die Räucherstäbchen, ja. Du hast mindestens drei, ja. Und sie, du nimmst da am Boden Räucherstäbchen und der Motor rum, die hat sich da draußen, glaube ich, gesehen, diese Route, ja. Und du gehst einmal zu jedem Boot, wo du betten willst, ja, und kriegst du dann keine Räucherstäbchen mehr. Und dieses goldene Papier, das wird in einem Tempel normalerweise verbrennt, das halt selber. Ja. So, das ist halt nur opfern, ja. Und dann gibt es irgendwo, ich weiß nicht, wo Tote einer Ofen ist, ja, aber im Mazu-Tempel, im Kriegsgott-Tempel 16, gibt es außer bei einem riesigen Ofen, ja. Und dann von selbst zur Zeit ist halt einer von den Tempeldienern und verbrennt halt das Ganze. Konfuzius hat mehr oder weniger die chinesische Philosophie geprägt. Okay. Er war einer der ganz, ganz großen Philosophen. Er hat viele Regeln aufgestellt, ja, die halt bis heute oder mehr oder weniger befolgen. Und also zum Beispiel diese Geschichte mit dem, du sollst die Eltern ehren und so Sachen. Ja, das ist halt von, du sollst brav lernen und so. Ja, deswegen ist in Asien so mit brav lernen und Eltern ehren wegen Konfuzius. Ja. Und diese Konfuzius-Tempel, ja, eben brav lernen, ja, waren normalerweise auch schon. Und du hast halt da verschiedene Hallen, ja, die halt oft irgendein Prinzip von Konfuzius gewidmet sind. Ja, also da gibt es die Halle für die Eltern ehren. Die Halle eben zum Beispiel da hin. Also da gibt's keine Räucherstäbchen und so Geschichten, aber da tust du ja gar nicht mit beten. Also du gehst beten schon mit Konfuzius und so, aber es ist nicht so wie in die taoistischen Dinge, dass man Gott hätten oder so.
merkwürdige Geschichte. Mhm. Wir sind kirchenartig. Und der Kosinga und seine Familie, das waren Loyalisten, die waren loyal zur Ming-Dynastie. Ja? Das war die vorletzte Dynastie. Ja, die letzte Dynastie war die Qing-Dynastie. Und wie der Dynastiewechsel war, hat er ihm das überhaupt nicht gedacht. Jetzt hat er sich noch mit seiner Piratenflotte ja, nach Taiwan zurückgezogen ja, und hat halt da versucht, quasi die Ming-Dynastie halt fortzuführen. Ja. Und wie es sich so ergab, waren zu der Zeit immer die Holländer da. Und die hat er halt auch sich geekelt. Und deswegen ist er der große Nationalheld. Ah. Und das ist er. Und jetzt gehen wir in seinen Schrein. Das ist das Vorprovincia und das in Anfang ist das Vorseelandia. Ja, gut. Dann auf. Wir haben da nicht viel Außer-Nudelsuppen. Ist ja gleich mal da, oder? Was ist das jetzt alles? Also, Suppe. Und Nudeln. Ja. Aber da. Okay, die originalen Tansemien bestehen aus. Logisch, Suppe und Nudeln. Okay. Ja, weil Mien heißt Nudeln. Okay. Ja. Dann ist ein Fisch oder ein Fleischbällchen, das weiß ich nicht genau. Okay. Das war mir verschieden, ein Schrimp. Und das ist ein in Sojasauce langsam und lange gekochtes Ei. Die große in der Mitte, das sind goldene Mixen. Nein, so hat er gesagt, aus Pferden.